Nee, ich muss sagen, mein Charakter gefällt mir sehr gut. Jetzt, wo ich den so ein bisschen in Action gesehen habe. Okay. Begib dich zum HQ der Forschungskommission. Okay, kann ich hier so kurz ein bisschen rumlaufen, gucken. Kamera kann ich nicht bewegen. Gerade, okay. Sprinten macht er auch nicht. Gut. I found this in the tent. It has a map in it. Well, part of one at least. Karte öffnen, schließen, okay. Looks like we're right around here. Okay. The Research Commission's base of operations is here. This is where our ship was supposed to dock. For now, I think it would be best if we make our way to base. The map should help us find our way. Moment kurz. Also wir sind da unten, ja? 1, 2, 3, 4. Warte mal, das kann ich, damit kann ich zoomen. Ist auch kein krasser Zoom, aber nur so ein bisschen. Hm. Ich weiß nicht, was diese Punkte sind. 1, 2, 3, 4, keine Ahnung. Sammeln, Schleuder. Kleine Monster, keine Symbole, alle Symbole. Okay, gut. Come here. Ja, ja, lass mich kurz ein bisschen gucken. Habe ich hier irgendwas drin? Ich kann gerade nicht viel machen. Was hier? Komm her! Ja, sieht schon gut aus. Gefällt mir schon. Uralter Wald. Ich hoffe, die FPS gehen klar in den Fights, sonst muss ich irgendwie auf den FPS-Modus stellen. Look, the Research Commission's headquarters. Come on, let's get going. Okay. Kann ich kurz, wow. Moment mal gerade. Ich wollte kurz mal schauen, was das hier untertitelt. Kopfrüstung, Minikarte, Steuerung, Kamera, normal, Kamerageschwindigkeit, Kamerastil, das passt auch alles. Was ich wollte war, kurz die Helligkeit ein bisschen unterstellen. Ich probier's mal so. War mir gerade ein bisschen zu hell, deswegen. So. Was ist, wenn ich jetzt hier rangehe? Greife ich ihn nämlich an, oder? Der ist schon so am... Okay. Something's up. The Scoutflies are gathering. Scoutflies. Ich habe gar keine Sachen, oder? Questinfo, Wunschliste. Gesten, Ausrufer, Sticker. What? Ausrüstungsinfo. Habe ich irgendwas? Ich habe gar nichts. What a weird plant. Okay. Okay. Over here too. Come on, I think I found the way back to base. Okay, die Pflanzen kann man sich mitnehmen. Was sind das hier für? Ach ja, ich kann ja sprinten. I had the scout flies memorize my scent earlier. If you lose sight of me, just follow the scout flies and they'll lead you right to me. Alles klar, also im Grunde Leute, die unglaublich viel stinken, die sieht man dann eher oder was? Anhand der Fliegen. Okay. Ich glaube, hier in dem Spiel kann man richtig viel erkunden. Gefällt mir auf jeden Fall. So, und durch die Ranken, ja. Ich hätte ganz gerne eine Waffe oder so. Wäre ganz geil. Shit. Hide? Okay. Ja, und jetzt? Verstecken? Hä? X? Ich drück doch X. Sehen die mich? Sehen die mich? Oder? Nee, oder?
Okay, sind ziemlich dämlich. Das heißt, wenn du in diese hohen Pflanzen gehst, dann drückst du X, okay. Alles klar. Ja, und jetzt? Versteck dich, bis es hier sicher ist. Die Küste ist klar. Let's get going while we still can. Dicke Trophy bekommen. Komm, move your ass. Okay, also erstmal hat man hat quasi gar nichts und man muss sich halt nur irgendwie verstecken und erstmal so ein bisschen die Steuerung kennenlernen, nehme ich mal an. Okay, so gehe ich runter. Alter, lass dich fallen, okay. Wait, there's something here. Was denn? What is this track? Alte Fußspuren, okay, was kann ich aber machen? There's more over there. Let's check it out. Was? Hat er sich das gerade in den Kopf gehalten? Warum das denn? Aber ich habe das Gefühl, man kann hier richtig viel mit der Umgebung machen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich laufe, ich eile. Und jetzt? Don't mind me. Hä? This way, hurry. Okay, let's go. Alter, sein Schwert. Das sieht ja mega geil aus. Wie groß das ist ja unglaublich. Boah, ich will auch so ein dickes Ding haben. Oh mein Gott. Oh. Shit. Ja, get over here. Was? Okay. Come on. Lauf. Jump. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie so ein Tor, das den Typen aufhalten soll. Hey. You all right? Let's go. Okay. Weißt du, was lustig ist? Egal, bei Film oder Spiel, ne? Du kommst an so eine Insel an, so mega alles Wildnis, ja? Ist total Wildnis, wenig Zivilisation, whatever, ne? Die Typen haben immer alle glatt rasierte Brüste. Immer. Ich verstehe nicht, woher haben die Rasierklingen? Wo machen die das? Oder die müssen ja mega scharfe Messer haben und sich jeden Tag rasieren. Stehst du? Immer. Immer glatt rasiert bis zum geht nicht mehr. Das ist irgendwie so ein Phänomen. Wow. Amazing, ain't it? Just look at this gate. It's like nature meant for us to build Astera right here. Astera. I like it. Astera, okay. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. The rest of the fifth are already here. You're the last to arrive. Ich will das Schwert haben. Hey, you guys made it. Be right back. You're alive. Had it rough, huh? When we couldn't find you two, we were starting to sweat bullets. You scared us. We were talking about going out to look for you. All's well that ends well. Hey, we need a hand. Sorry. Hey, come on. Catch you later. This here's our trade yard. I guess the name says it all. Look at all the people, the stuff. Incredible, right?
We've got it all here. We've got hunters to do all the exploring, scholars to do the research, technicians to keep them going. This place is the beating heart of the commission. Wait here a sec. Commander, I found him. Welcome to Astera. Okay. Willkommen in Astera. Schön, dass ihr da seid. Irgendwie wusste ich, dass ihr es schaffen würdet. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, dann weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich würde euch gerne alles erklären, aber irgendwie will hier wirklich jeder was von mir und ich habe nicht wirklich Zeit dafür. Naja, um die wichtigsten Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da sein werdet. Your reputations precede you. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, übrigens, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Ah, Rashi ist da! Also, schau dich ruhig in Astera um. Ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Well, off you go. Nun, dann mal los. Okay, I'll give you the grand tour. Let's start by looking for your Palico. Okay. This is our stockpile. They carry most of the basic necessities. You should drop by later to see what they have. Ja. Mir gefällt das Setting mega gut. Ich finde das richtig geil. Generell dieser Urwald und dann dieses, weißt du, das sieht irgendwie so ein bisschen so, hat so ein bisschen irgendwie was so Next is the Smith. Südamerikanisches Karibik-Style, irgendwie sowas halt, ne? Ein bisschen Karibik. Sieht mega geil aus. Ich dachte erst, der Kommandant hätte, der wäre vertont worden, aber hat er gar, ist er gar nicht. Deswegen habe ich erst ein bisschen gezögert. Who were the Commission's fifth fleet, right? The old man in charge, my grandfather, was with the first. That was a long time ago. Me? I'm not with any fleet. Born and bred right here. Never even been to the old world. Oh mein Gott, guck jetzt mal an hier. Die Sichtweite ist auch ziemlich gut. Ich war gar nicht zu glauben, wie es auf dem PC aussehen wird im Herbst. Here's our smithy. This is where you can craft weapons and armor. You'll be here a lot. Wow! Look at this place. Want to check it out? Ooh, it's toasty in here. Okay, ja, ich folge Ihnen erstmal hier. Ich denke mal, später bekommt man das hier alles, alles eh nochmal gesagt, oder beziehungsweise wenn man hier rumläuft, dann weiß man, wo alles ist. Over here. Haushälter. Ach krass. Tut mir leid, Miauster, aber leider hast du keinen Zutritt zu diesem Privatraum. Okay, die können also auch reden. This here is our canteen. Hey, over there. Ja. Oh, der ist so süß. Hey, you. I knew you'd pull through. Die Augen mega gut. Right. We're calling for a council. Come on. Yeah. Now that you are all here, let us begin council. After tracking a migrating Elder Dragon across the sea, the Fifth Fleet have finally arrived in Astera. Give them a warm welcome. They're a fine group. Worthy comrades who will help see the Research Commission's long efforts finally rewarded. Would you like to say a few words? Thank you, sir. We're ready to roll up our sleeves and get our hands dirty. This here is the Commission's core team. You should all get to know each other.
Looking forward to it. Now, down to business. The latest monster to make the Elder Crossing is known as Zora Magdaros. A huge monster with a mountain of fire upon its back. Den haben wir ja gesehen eben, ne? So krass, Alter, mit einem Vulkan auf dem Rücken. Research Commission's job is to discover exactly why the Elder Dragons are migrating to the New World. Elder Dragons have been with us since the dawn of time. Altering the ecosystem, reshaping the land, leaving disaster in their wake. Wie geil sieht denn der Palico da aus? Guck mal da mit der Narbe und so. Boah, das sieht ja richtig gut aus. Boah, richtig badass. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Once every decade or so, they flock to this continent. But for what reason? With the fifth's help, we will find the missing link. Hear, hear. Now we're talking! Boah, coole Stimme. Ich glaube, sowas kriegst du auf Deutsch auch nicht hin, weißt du? Boah, das ist richtig gut. Diese typische Zwergenstimme, obwohl er natürlich kein Zwerg ist, aber halt so, ne? So ein bisschen angelehnt. Hunters, for the time being, I need you to focus on investigating our Jagras problem and securing Astera. Start by investigating the Jagras' habitat. Find out what makes him tick, and we'll go from there. Right, we're on it, sir. Everyone else, you know the drill. Make sure these hunters have everything they need. Now we're talking! Stand da gerade muskulöser, dieser Palico, stand da muskulöser irgendwas? You two, make it a priority to learn how we do things around here. You'll find good teachers, so don't be afraid to ask. You heard him. Stick with me and you'll have no problems. Was auch geil ist, was ich mich immer wundere, egal bei welchen Spielen, ne, die haben immer so mega Schwerter auf dem Rücken, ne? Aber komischerweise kleben die einfach immer so auf den Rücken fest, weißt du? Die haben keine Schwertscheide oder irgendwie sowas, weißt du? So die, oder schweben irgendwie in der Luft, sowas. Das ist irgendwie mal alles magisch. Alles Magie hier. The fifth banner promises a change in the wind. It's your job to fulfill that promise. All right. Dismissed. Okay. Mhm. Anführer des Feldteams. Du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände zu schmutzig zu machen. Nehmen wir dieses Jagras-Problem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Over here. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm her, ich zeig dir den Weg. Okay, holen wir uns mal die Ausrüstung. Endlich mal, ich wette, wir kriegen erstmal nur so einen, weißt du, so einen kleinen Dolch oder so. Head inside your room so you can grab yourself a weapon. Okay. In deinen Raum. Materialien erhältst du durch das Zerlegen von Monsterkadavern. Außerdem kannst du sie an Sammelpunkten. Okay. Rashid chillt erstmal. Was ist das denn? Okay, rüste eine Waffe aus der Objektruhe aus. Das heißt, wir haben die Auswahl. Okay. Ich will auf jeden Fall irgendwas Fettes haben. Ich bin nicht so der Einhandwaffe und Schildtyp. Rashi, was macht ihr da? Guck mal, was macht ihr denn da? Was ist denn das? Kann ich wieder reden? Miauchen, Miauster, wusstest du, dass du in der Schmiede Ausrüstung für mich herstellen kannst? Nein, wusste ich nicht, weil ich das Spiel gerade zum ersten Mal spiele. Palico-Status, okay, wir haben hier die Info. Gesundheit, Angriff, 27, keine Ahnung, was viel ist. Angriffstyp abtrennend. Okay. Palico-Ausrüstung. Was? Eichelspaten. Einsetzen, warte. Dein Palico wird dich nicht auf deinen Quest begleiten. Nein, natürlich kommt er mit. Okay. Ändern und verkaufen. Ja gut, da mache ich erstmal nichts. Gut, was ist hier mit ihmchen hier? Haushälter? Deine Ausrüstungstruhe ist so voll wie eine Feline auf dem Fischmarkt. Wähle die Waffe aus, die am besten zu dir passt. Okay. Guter Vergleich gewesen. Objektruhe. So, wir haben jetzt Ausrüstung ändern.
Die 14 Jägerwaffen. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine der Waffen und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushälter in deinen Raum sprichst. Dort kannst du beliebig lange mit deinen gewählten Waffen üben. Rüstung. Rüstungssets bestehen aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfertigkeiten, die dir die Jagd erleichtern. Du kannst die verschiedenen Rüstungsteile beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu finden. Mit kannst du dir die Fertigkeiten und Werte deiner Ausrüstung ansehen. Du kannst außerdem Ausrüstungssets speichern. Okay. Gut. Video abspielen. Was? Okay, das ist das dicke Schwert. Das ist Schwert und Schild. Boah, die ist aber auch geil, oder? Das Ding ist auch geil. Möchte ich verlassen. Okay, jetzt kann ich... wähle eine Waffe, die du ausrichten möchtest. Okay, wo fange ich denn an? Lederkopfschuss, da habe ich noch andere Sachen, oder was? Den habe ich ausgerüstet. Und ich kann ja den Kettenkopfschutz nehmen. Der gibt mir... gegen Wasser und der gegen Feuer. Also eigentlich weiß ich gar nicht, ob der so mega gut ist. Der hat Verteidigung höher, generell noch. Weißt du was, dann nehme ich den einfach mit. Ach, das ist das Ding. Das ist doch so hässlich. Ja, pass auf, ich nehme erstmal dieses Kettenset an. Okay. Nein. Ich würde ganz gerne noch die Waffe, Ausrüstung ändern. Wie kriege ich denn die Waffe? Jägermesser. Ah, hier. Oh, okay. Hier gibt es mega viel. Was? Du kannst nur dann ein Kinsekt wählen, wenn du eine Insektenglefe auf... Okay. Schmetterschwert. A close range weapon with low mobility but powerful attacks. Okay, ist anfängerfreundlich, relativ. Bin ich, ja. Was haben wir hier? Eisenkatane. Nee, das will ich nicht. Close range offensive weapons that are used to deal a rapid flurry of blows. Ist auch geil. Eisenhammer. A heavy weapon used to strike monsters at point blank range and stun them. Was habe ich hier? A special support weapon hunters use to gain or provide various buffs. Was? Was ist das denn? Guck, wie es aussieht. Was ist das denn? Metalldudelsack. What? Eisenlanze. A defense-oriented weapon used to approach targets with charges and fancy footwork. Anfängerfreundlichkeit nicht so gut, nehme ich erstmal nicht, glaube ich. Eisengewehrlanze. A defense-oriented weapon with a variety of shell attacks. Proto-Eisenaxt. A weapon that transforms between a long-reaching axe and a powerful sword. Aha. Proto. A weapon that stores energy in its sword form and releases it in its axe form. Boah, gibt's hier viel. Eisenklinge. A lightweight weapon that lets you vault into the air and control kinsects. Was ist das hier? Kettenblitz? A ranged weapon that frees up movement and lets you fire a variety of ammo. Und... A ranged weapon that sacrifices mobility in exchange for powerful attacks. A weapon that lets you charge up power and attack from medium range. Ne, pass auf, ich nehme erstmal keinen Bogen. Entweder nehme ich diese Zwillingsdolche hier oder ich nehme das Eisenkatana. A close range weapon. Ja. Man sieht ja hier den Angriff, ne? 384, 264, 112. Dafür allerdings, dafür ist natürlich schneller auch, ne? Angriff 264. Okay. Meistersammler. Also die sind schneller. Fähigkeiten Info. Was? Achso, Meistersammler. Okay. Das Ding macht natürlich am meisten Schaden, ne? A close range weapon with low mobility but powerful attacks. Ja, low mobility. Ich nehme dieses Katana. Das nehme ich. Und Waffenanzeige, ein aus, okay. Hier schon wieder, ne? Ist einfach so in der Luft. Guck mal.
Ist immer herrlich bei solchen Spielen. Aber egal. Ich denke mal, das wär's gewesen, oder? Okay, zurück. Und ja. Wanna get going? So, meine Lieben, und ich würde sagen, hier werde ich die erste. Once you're ready, head to the canteen. I'll be there waiting with a quest. Okay, die hat auch noch Quest hier. Alles klar. In der nächsten Session werde ich auf jeden Fall direkt mal hier mit dem Typen hier labern und ein bisschen trainieren, um zu gucken, welche Waffen ziemlich gut sind. Und dann gehen wir mal direkt zur Kantine und holen die ersten Quests. Aber ich denke, für die erste Session ist das ganz gut. Ihr habt jetzt einen kurzen Eindruck bekommen, wie es hier so läuft. Ich finde es bisher ziemlich interessant. Es läuft ziemlich gut, sehr relativ flüssig, sieht gut aus. Sprachausgabe finde ich sehr gut. Die Musik ist richtig geil, auch hier im Hintergrund gerade. Macht mir sehr, mega Spaß. Und Drashi hier, ja. Die kann man ja nur einfach nur lieben. Okay, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Spaß hattet. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, ciao, ciao.